Herzlich willkommen zu Final Fantasy 3. Wir sind jetzt in der richtigen Welt, nicht mehr auf dem schwebenden Kontinent und auch nicht mehr in einer Welt voller Finsternis. So, ich habe jetzt trainiert bis auf Level 27 und arg in die vordere Reihe gestellt. Lunev ist jetzt kein Rotmagier mehr, sondern ein Dragoon und ich habe mir neue Rüstung gekauft. Also ihm habe ich den Blitzspeer jeweils zweimal gekauft. Er macht damit ordentlich Schaden und ihm habe ich zwei Schwerter gegeben, beziehungsweise das Messer, was ich gekauft habe in Amur. Also habe ich jetzt schon offscreen gemacht. Rüstung hat jeder so gut die bestmögliche Rüstung, die für die jeweilige Jobklasse derzeit verfügbar ist. Ja. Also man sieht halt, sie hat Schwarzmagierin, hat ziemliche Probleme mit einer guten Rüstung, weil sie halt nur Abwehr 15 hat. Müssen wir vielleicht nochmal gucken. Vielleicht lasse ich sie auch demnächst mal wieder Rotmagier werden. Werden wir sehen. Auf jeden Fall Level 27, denke ich mir, sollten wir jetzt relativ gut vorankommen. Dann gehen wir jetzt mal in die Kanalisation. Je nach welcher, glaube ich, der Eingang hier war, genau. So, trainiert habe ich auf der Weltkarte natürlich. Da geht es die Treppen runter und ja, haben wir wohl keine andere Möglichkeit. Hier geht's auch nicht weiter, okay. Zwillingsliga. Also wir machen jetzt physisch, machen die Leute relativ guten Schaden. Deswegen brauchte ich in letzter Zeit gar nicht so wirklich mehr magische Angriffe. Und dann soll ja der nächste, der Golgor oder Goldor, der soll ja gegen Magie ziemlich resistent sein, wurde beim letzten Mal gesagt. Der Drache hat auch so einen Spezialangriff, der heißt Springen. Das springt er in die Luft und ist demzufolge derzeit nicht verfügbar. Das ist wie bei Pokémon Fliegen und greift in der zweiten Runde an. Kann er eine Runde lang nicht getroffen werden von den Angriffen der Gegner. Erfahrungspunkte auf der Weltkarte gab es immer so um die 600. So, ich habe ein paar HI-Potionen noch gekauft. MP wieder aufheben für einen Bosskampf. Hier geht es zu einer Kiste, ne? Da wissen wir doch, wo wir lang müssen. Hier werde ich gar keine Magie verschwenden, weil die. Refi habe ich neue Eisenpfeile gekauft, die müsste davon noch jetzt 99, vielleicht hast du noch 90. Und die Ark macht wirklich guten Schaden, aber die haben jetzt alle auch um die 1000 Lebenspunkte schon. Wenn in der richtigen Reihenfolge angegriffen wird, sind die alle in der ersten Runde weg. Katzenkrallen, das ist doch bestimmt was für unseren Mönch. Natürlich ist das was für unseren Mönch. Oh, jetzt kommt schon der Boss, oder was? Ah, zu Hilfe! Hilfe, zu Hilfe! Ach, unsere vier echten Helden vom letzten Mal. Sie stecken in Schwierigkeiten. Wir müssen ihnen beistehen. Es geht gegen vier Frösche. Karpfenkröte. Drei stehen bestimmt in der hinteren Reihe, das heißt, die werden wir mal Magie einsetzen. Die sind bestimmt gegen Blitz anfällig.
Greifen wir mal als Erster. Nicht alle auf Refia, bitte. Nein. Oh, haben nicht so viel Leben, okay. Dann wird das wohl kein so schwerer Bosskampf. Wenn das ein Bosskampf ist. Sieht mir nicht so aus. Herzlichen Dank. Wir dachten schon, dass unser letztes Stündlein geschlagen hätte. Wir hielten uns für die Krieger aus der Legende. Aber das waren wir wohl nicht. Na, dann wäre das ja geklärt. Hahaha. Wir würden euch empfehlen, zur eigenen Sicherheit in die Stadt zurückzukehren. Darauf haben sie anscheinend keine Lust. Da hatte dieser Mann wohl recht. Bretter schlagen nicht zurück. Also seid ihr wohl die vier Krieger aus der Legende. So sieht's aus. Danke nochmal. Nochmals vielen Dank. Vielleicht sind wir zu alt für solche Spielchen. Wir werden hierbleiben, uns ausruhen und das Ambiente genießen. Das sind ein paar Kasper-Köpfe. So, ich glaube, wir müssen trotzdem noch weiter, weil wir diese Levi-Grad-Schuhe holen müssen, um irgendeinen Sumpf überqueren zu können, den ich noch bisher nicht gesehen habe, aber es wird schon so stimmen. Hier auch weiter. Hier geht es tatsächlich weiter. Diamantglocke. Eisenhammer. Das ist was für unsere anderen Klassen. Vielleicht für... Man sieht übrigens tote Körper hier liegen. Vielleicht was für die Berserker-Klasse oder so. Wer weiß. Ist hier noch so ein Durchgang? Tatsächlich? Kaiserkrallen. Wird immer besser. Kraftarmschutz, Giftdolch. Wie sind die Temps, die es hier so gibt? Also die Gegner, die es hier so gibt, sind nicht unbedingt besser als die auf der Weltkarte. Da waren die auf der Weltkarte mitunter schwerer. Achso, das andere war ein Messer gewesen. Das kann vielleicht eher noch ausrüsten. Tatsächlich. Erteilt Gift, was kann denn das? Main Gauche kann gar nichts, oder? Ist doch klar, was wir ausrüsten. Sieht aus wie Schalter hier. Oh, sieht aus wie ein Boss-Areal, werden wir mal gucken. Ah, ich habe recht gehabt, wie es aussieht. Wer seid ihr und was wollt ihr von der alten Delilah? Sie scheint diejenige zu sein, die wir suchten. Lasst uns nach den Levi-Grasschuhen fragen. Mal abgesprochen, ob wir danach fragen wollen. Also eine alte Kräuterhexe? Hehehehe. Ihr klitzekleinen Waschlappen wollt die vier Krieger der Legende sein? Das glaube ich nie und nimmer, aber das ist egal. Wenn die vier Alten gekommen wären, hättest du es bestimmt geglaubt. Dies sind die Levi-Grasschuhe, wegen der ihr gekommen seid. Los, fangt sie. Achtung! Ihr? Ich dachte, ihr seid bereits zurück in der Stadt. Woher wusstet ihr, dass diese Schuhe nicht echt sind? Wir wollten euch helfen. Wir haben die Levi-Grasschuhe schon einmal gesehen und so sehen sie ganz bestimmt nicht aus. Delilah, diese vier sind wirklich die legendären Krieger. Delilah, gib ihnen die Levi-Grasschuhe.
Na, wenn ihr so nett danach fragt, habe ich ja gar keine andere Wahl. Hier habt ihr sie. Ein paar Schuhe für 4 Personen oder Levi-Gras-Schuhe? Ich weiß gar nicht, ob das Ausrüstung ist. Also los, jetzt können wir die bodenlosen Sümpfe überqueren. Vielen Dank, dass ihr den ganzen weiten Weg gegangen seid, um uns zu helfen. Keine Ursache, hahaha. Lasst uns gehen, haltet euch an mir fest, dann bringe ich uns mit Teleport hier raus. Relativ easy rausgekommen. Okay, ich denke mal, jetzt sollen wir bestimmt diesen Goldor aufsuchen. Da werde ich nochmal schnell heilen. Beziehungsweise übernachten. Ist ja eine Heilung. Ah, ich habe geschlafen wie ein Stein. Habe ich jetzt auch eine Weltkarte vor mir liegen. Da die Welt sonst relativ unübersichtlich sein soll, habe ich gelesen. Und wir gehen jetzt erst nach Goldor. Also wirklich in Goldors Männer steht hier. Also Goldors Menschen vielleicht. Und dann gucken wir uns danach zusätzliche Gebiete auf der Weltkarte an. Wahrscheinlich dann in der nächsten Folge oder so. Hier kommen wir übrigens ganz leicht genau mit dem Kanu rüber. Habe ich vorhin auch die ganze Zeit gekämpft. Schließlich wollen wir unser Schiff ja befreien. Angeblich soll neben Goldors Wald auch ein Chocobo-Wald sein. Neben Goldors, im Goldors Gebiet soll ein Chocobo-Wald sein. Tatsächlich. Den brauchen wir jetzt nicht, weil Goldors Ding soll hier sein. So, das sind vielleicht diese Sümpfe. Speichern wir mal vorher. Tatsächlich. Wir haben mal diese Menschen betreten. Mal gucken. Goldor sich versteckt oder ob er direkt hier wohnt. Schloss Goldor. Scheint ja relativ labyrinthmäßig aufgebaut sein. Oh, hier gibt's Gegner, okay. Goldkrieger. Falls wir gegen Golder kämpfen müssen, mal nicht unsere Magie verschwenden. Oh gut, die nehmen normalen Schaden. Ich wollte schon sagen, aber die über 1000, okay. Ich wollte schon sagen, dann müssen wir vielleicht aufpassen, dass die durch ihre Rüstung relativ wenig physischen Schaden nehmen und vielleicht gegen Feuer anfällig sind, weil es halt heiß in der Rüstung wird, aber anscheinend nicht. Gibt es so viele Wege? Ach, das sind gar keine... Moment. Die Tür ist verschlossen. Okay, das sind vielleicht Diebestüren. Also gehen wir erstmal weiter. Vielleicht finden wir ja einen Schlüssel. Oder auch ein magisches Bücherregal. Bären, alles aus Gold, wie es aussieht. Ich hoffe ja, dass wir leicht überlevelt sind durch mein Training. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt wieder genau richtig sind, weil die letzten Kämpfe fand ich relativ schwer von der Schwierigkeit her. Man sieht auch, der Schaden hat stark angezogen. Seitdem wir hier in der größeren Welt sind.
Also man vorher vielleicht sagen wollte, es hat so ein bisschen proportional sich verhalten mit dem Anstieg der Schwierigkeit und ist jetzt ein gewaltiger Sprung passiert. Ui, was gibt's hier? Goldschwert und Goldschwert. Okay. Kann man entweder ist es stark oder man kann es teuer verkaufen. Ist in jeder Kiste ein Goldschwert? Na toll. Ja, die beiden hätten nicht den angreifen sollen. Durch die neuen Klauen macht Ingus natürlich noch viel mehr Schaden als vorher. Sind wir nicht mehr so sehr auf Magie angewiesen wie zuvor. Letzte ist was anderes. Drachenkrallen sind nochmal stärker als die Katzenkrallen. Das Goldschwert ist richtig schlecht. Das war's hier anscheinend. Gehen wir, dann haben wir noch zwei Türen, die uns übrig bleiben. Okay. Die Münzen können wir auch kämpfen. Verlorenes Gold. Die können uns verwirren, aber Zeit, dass die schnell den Abgang machen. Was sie leider nicht tun. Ich hoffe, Ark ist nicht zuerst dran. Ne, gut, dann sollte das easy victory sein, ist es auch. Albtraum. Also lange wie ich hier ohne Magie durchkomme, werden wir das auch beibehalten. Sehen wir, hier brauchen wir auch keine Magie. Außer die machen gleich abartig viel Schaden. Ja, bisher läuft es ja ganz gut. Ja, auch beim Training vorhin habe ich gleich mal Lunev seine Berufsstufe steigen lassen. Also, dass er nicht mehr Dragoon im Anfangslevel ist, sondern halt ein bisschen stärker. Und auch seine... nicht unbedingt seine Statuswerte verringert hat. Gut, es waren diesmal nur 4 Kämpfe. Jetzt habe ich mitgekriegt, steht ja da Anzahl der verbliebenen Kämpfe, wenn man den Job wechselt. Jetzt weiß ich, wofür das steht. Das steht halt dafür, für die Anzahl, wie lange die Statuswerte verringert sind. Halbiert, glaube ich. Wenn man jetzt zum Beispiel von einem Magier auf einen Krieger wechselt oder andersrum, dauert das länger, als wenn ich vom Weißmagier auf einen Schwarzmagier wechsle, weil es halt komplett unterschiedliche Klassen von Jobs sind. Das hat einen Unterschied. Ich würde sagen, gehen wir schnell speichern. Wenn wir schon mal hier sind. Sagt die Zeit. Die Zeit sagt, wir haben noch genügend Zeit. Außer das dauert noch ein bisschen länger, aber so groß sieht das hier nicht aus. So, ich probiere mal einen dieser Schlüssel, ansonsten müssen wir halt zum Dieb wechseln, wenn wir diese Schlüssel nicht mehr haben. Haben wir keine Schlüssel? Hier, Zauberschlüssel, 4 Stück. Vielleicht gibt es 4 Türen. Okay. Wer ist das? Unser Bossgegner? Nee.
Wir haben wieder mehrere Möglichkeiten. Das ganze Haus scheint aus Gold zu sein. Das ist auch, also entweder ist das hier ein übelster Protzbaron, gegen den wir kämpfen werden, oder vielleicht müssen wir auch nicht kämpfen, aber er hat das Schiff in eine goldene Kette. Mit einer goldenen Kette angelegt. Ich dachte schon, es geht wieder mit dem Controller los, weil er ein bisschen übermäßig reagiert hat. Und mit Ingo ist das ja hier One-Hit für jeden normalen Gegner. Übrigens für die das gucken, jetzt noch, es geht auch bald mit Pokémon weiter. Dem das Problem gefixt ist, beziehungsweise Nazgul mittlerweile sich so sehr reingekniet hat, dass er wieder so weit ist, dass wir weitermachen können. Aber kann natürlich sein, dass die Folge erst danach hochgeladen wird, dann ist es egal, aber ansonsten. Das ist ja auch schon die 16. Folge hier. Folge 2 hoch 4 oder 4 hoch 2. Oh, das sieht doch auch schon wieder wie eine auffällige Treppe aus. Oh. Natürlich. Wie soll es auch sein? Gold hat er den Kristall? Was war schon der vierte Kristall? Ihr bekommt meinen Kristall nicht. Bekommt stattdessen die Hucke voll. Ja, warum nicht? Ihn soll ja Magie nicht so wirklich wirken. Werden wir gleich sehen. Eigentlich müssen wir ja auch Magie nicht einsetzen. Also ob Magie wirklich nicht wirkt, das werden wir gleich sehen. Ihm kann ich ja mal Sprung einsetzen lassen. Oh, der macht guten Schaden. Magie wirkt ja doch. Ich hätte mal heilen sollen, ich Trottel. Also 3-3 hat er schon, jetzt hat er 3-8. Okay, 4-6. Aber wenn Sprung macht so wenig, also dann kann ich auch zweimal normal angreifen. 5200 war abgezogen. Er macht Vitra auf alle und du zauberst, gibst ihm die HI-Portion und du greifst normal an. Ich hoffe, wir sind vor ihm dran. 6200. Okay, Protest, jetzt verringert er sein, halbiert er wahrscheinlich den physischen Schaden, den er nimmt. Hätte mich doch täuschen lassen, obwohl, wenn Eisgar nur 500 Schaden macht, dann ist er gegen Magie aber wirklich nicht anfällig. Jetzt machen wir natürlich viel weniger Schaden. Sieben, 8100.
8500. Er scheint gut Leben zu haben, der Kerl. Neun, fünf. Okay, das war's. Relativ schnell gemacht, ohne besonders viel Aufregung. Und Level up. Krr, bleibt weg, ihr. Wenn ich den Kristall nicht haben kann, dann sollt ihr es auch nicht. Ha. Was? Er hat ihn kaputt gemacht. Der Kristall gehört mir. Hahaha. Oh nein, was wird nun mit der Welt passieren? Wir müssen gehen und es herausfinden. Moment, lass uns erst diesen Schlüssel nehmen und unser Schiff von den Ketten lösen. Kettenschlüssel erhalten. Wenn wir mal den schnellen Rückweg nehmen. Ach so. Ich werde ihm mal schnell Teleport beibringen. Dann werden wir uns mal nach draußen bewegen. Können wir jetzt wahrscheinlich unser Schiff vom Schloss befreien? Denke ich mal, und dann... Jetzt müssen wir erstmal zu unserem Schiff kommen. Gab es hier drin eigentlich so viele Erfahrungspunkte, dass wir schon wieder kurz vorm Level up, dass wir so schnell ein Level up bekommen haben? Ist ja interessant. Was ist jetzt los? Jetzt hat es kurz gehangen. Es hat schon wieder kurz gehangen. Nee, jetzt mit dem Gieserkraut machen wir jetzt mal nicht. Unser Schiff mal befreien. Du hast den Kettenschlüssel benutzt. Wir können unser Schiff wieder verwenden. Sehr schön. Die Zeit sagt eigentlich, dass wir noch ein bisschen weitermachen können. Ja, nutzen wir unser Schiff. Können wir mit dem Ding auch wieder fliegen? Natürlich können wir das. Über Berge kommen wir irgendwie immer noch nicht. Warum auch immer. Wir können hier nirgendwo landen. Das ist, glaube ich, unser schöner Käfig hier. Also unser Wasserkäfig. Können wir überhaupt irgendwo landen? Na, hier können wir landen. Wenn man nicht lang fahren. Ist ja alles sehr, sehr doof. Weiß nicht, ob das so eine Sache von dem offenen Meer ist, dass wir hier nicht landen können.
Oh, ich würde mal sagen, wir gehen mal zu dem einen Chocobo-Wald. Und dann können wir das Gebiet hier nochmal erkunden, indem wir über den Chocobo-Wald. Mit dem Chocobo laufen. Mal gucken, ob das da oben wirklich der Wassertempel ist. Doof ist natürlich, wenn wir jetzt hier aufhören, müssen wir den ganzen Weg zurücklaufen. Aber das ist mir wert. Tatsächlich der Wassertempel. Also gibt es kein Gebiet, was wir nicht wieder betreten können. Der fliegende Kontinent, der ist unten links auf der Karte. Da können wir dann zurück. Müsste das ja die Gezeitenhöhle sein. Tatsächlich. Lieber auf dem Wasser langfahren, da sind wir vor Zufallskämpfen halbwegs beschützt. So, da fällt mir ein, ich werde mal ein Stück zurückfahren, ich muss ja mein Luftschiff holen. Und da soll hier am anderen Ende des Waldes auch noch ein Chocobo-Wald sein. Mittlerweile haben wir schon um die 800 Lebenspunkte. Aber der ist tot. Oh, 4000, so viel haben wir damals noch nicht abgezogen. Das war mal sehr nervig, weil ich immer auf den Augentropfen dadurch verbrauche. Man sieht, einiges geht daneben. Baller damit meine ganzen Augentropfen, wenn ich gegen diese Dödel hier kämpfen muss. Aber hier war ich noch gar nicht, hier so unten auch unten links. Hier soll auch ein Chocobo-Wald sein. Machen wir noch schnell die paar Kämpfe hier. Das war einer dieser bekannten Pudding-Gegner, die es auch in Final Fantasy gibt. Pudding- und Teilchen-Gegner. Über das große Meer kommen die nicht, genau wie unser Luftschiff da nicht landen kann. Wahrscheinlich, weil die Flüsse zu flach sind und dadurch noch... Ja, weil sie halt zu flach sind. Ich würde mal sagen, wir fliegen wieder nach Amur. Wir kommen nicht über Berge und wir können nicht im flachen Wasser landen. Okay, nee, wenn wir jetzt nochmal im Innen schnell heilen gehen. Habt ihr den Kristall ausfindig machen können, nachdem ihr gesucht habt? Nee, nicht wirklich. Man munkelt, dass Gil und Delilah einst verheiratet waren. Gil ist doch der, der uns die Kanalisation aufgeschlossen hat.
Und die Layla ist doch die, die uns die Schuhe gegeben hat. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wir wären wahrscheinlich nicht über diesen Sumpf da weitergekommen, wenn wir die Stiefel nicht bekommen hätten. Levi-Gras, früher hieß, also in den späteren Spielen heißt es Levitas, dieser Schwebezauber, wo man automatisch schweben kann, Erdangriff mal ausweicht und ja, wahrscheinlich werden die 12 auch fallen. Okay, also beim nächsten Mal werden wir die Weltkarte ein bisschen weiter erkunden und dann mal gucken, wie weit wir in der Story weiterkommen. Aber hauptsächlich erstmal Weltkartenerkundung mit den Bereichen, die wir bereits kriegen können, wo wir nicht zu schwach sind. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin.